Meine Damen und Herren, liebe Kollegen aus der CDU, so eine Aktuelle Stunde kann man erstmal grundsätzlich stellen, weil es wirklich ein aktuelles, drängendes Thema ist, was einen tagtäglich begleitet in den Medien, insbesondere in Köln, mit Blick auf Familie, Freunde etc., die dort, Jochen Otto hat es eben auch erzählt, dass er heute auch so eine Reinquerung davor zu nehmen hatte. Aber man muss, wenn man denn einen solchen Antrag stellt, da schon ein bisschen mehr Tiefenbohrung machen, als Sie das eben gemacht haben, Herr Fossem. Weil das Ganze hat ja, man kann natürlich sagen, das ist jetzt entsprechend populistisch und wird dann vielleicht auch von dem einen oder anderen aufgegriffen, zu sagen, das ist ein rot-grünes Versagen gewesen. Aber wir waren, also ich erinnere mich zumindest an zwei Besuche in dieser Brücke, in diesem Brückenkörper, mit den Statikern, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Straßen NRW. Und bei den Gesprächen wurde auch mir als sozusagen, ich bin ja jetzt kein ausgebildeter Architekt oder Straßenplaner, klar, dass wenn so eine Brücke abgängig wird, dass das einen Vorlauf von 10, 15 Jahren mindestens hat. So. Und dass diese Brücke ansteht zur Sanierung, das hätte man auch Ende der 90er, Mitte der 2000er Jahre wissen können. Und jetzt müsste man mal fragen, warum ist das denn nicht eher erkannt worden? Uns wurde das erzählt bei diesen Besuchen dort, wurde das verglichen mit einem Zahn, mit einem Zahnarztbesuch. Und bevor ein Zahn entfernt werden muss, ist die Geschichte relativ lang. Mit Rissen entsprechend, dass man nicht hingeht, dass man nicht zur Kontrolle geht, dass man sozusagen die Signale nicht wahrnimmt. Und ich glaube, da müsste man parteiübergreifend so bescheiden sein oder so zurückhaltend zu sagen, das trifft Landesregierungen jeglicher Couleur aus den 2000er Jahren auch, dass man hier an diese Brücke nicht schneller drangegangen ist, dass man das nicht auf dem Schirm hatte. Und das Zweite ist, was mir gefehlt hat an Ihrer Rede völlig, Herr Fossem, das ist schon eine Kritik an den Lkw-Fahrern, an den Spediteuren, die schamlos in der Zeit zwischen der ersten Sperrung und heute diese Brücke weiterhin befahren haben. Wir wissen das aus erster Hand, als Grüne, weil unsere grüne Kollegin Irene Mialitsch dort, bevor sie in den Deutschen Bundestag einzog, im Herbst 2013 anderthalb Jahre auf dieser Brücke tagtäglich als Kontrolleurin eingesetzt worden ist und mir im Gespräch berichtet hat, was dort vor sich gegangen ist. Also wie schamlos jeden Tag Hunderte von LKWs trotz klarer Beschilderung, trotz klarer Hinweise, trotz Aufnahme in die Navi-Systeme dort rübergebrettert sind. Und zwischen dem dort vorhandenen Brückenschaden und dem, was sich danach ereignet hat, ist noch viel passiert. Und wenn man hier eine solche Aktuelle Stunde zur aktuellen Situation auf dieser Brücke stellt, ist das auch ein Teil der Wahrheit, was hier in den zwei, drei Jahren zwischen 2012 und 2015 von Spediteuren, von Lkw-Fahrerinnen und Fahrern tagtäglich angerichtet worden ist. Aber da kann man natürlich nicht parteipolitisch zuordnen und dann sagen, das war Rot-Grün oder das war der Minister. Was ich an diesem Antrag wirklich unverantwortlich finde, und da kann ich ehrlich gesagt, liebe Kollegen, auch nicht nachvollziehen. Wir hatten in der letzten Woche im Verkehrsausschuss eine sehr umfangreiche Präsentation. Also wir hatten zur A1-Brücke schon zahlreiche im Ausschuss seitens Straßen-NRW und des Ministeriums im Zuge der Maßnahmen. Aber zur Frage Dünnau-Sanierung hatten wir in der letzten Woche eine so gute und informative Präsentation von Straßen-NRW und den dort betrauten Technikern, dass ich jetzt wirklich unverantwortlich finde, heute noch diesen Antrag zu stellen, nach dieser Aktuellen Stunde. Also wie man heute noch den Eindruck erwecken kann, dass hier nicht nachsichtig und mit ganz viel Sorgfalt geplant wird. Natürlich ist das ist wahrscheinlich die belastetste Sondermülldeponie Deutschlands und die gefährlichste. Und aus grüner Perspektive, das war für uns ein Gründungsthema. Also in Leverkusen, die dortigen Grünen, die als Erste auch in Deutschland einen Bürgermeister gestellt haben mit Klaus Wolf, der dort diese Bürgerinitiative vorangetrieben hat. Wir wissen ganz genau, was hier an Schindluder in den 60er, 70er, 80er Jahren getrieben worden ist. Und natürlich ist die Öffnung dieser Sondermülldeponie ist eine Operation am offenen Herzen im Straßenbau. Das ist überhaupt keine Frage. Aber unser gemeinsamer Eindruck letzte Woche im Ausschuss war doch, und wir sind ja alle keine Umwelttoxikologen, die jetzt sozusagen jegliche Schichten dort bewerten können, aber wir hatten doch alle miteinander den Eindruck in der letzten Woche im Ausschuss,
dass dort von Seiten Straßen NRW und den betrauten Firmen äußerst sorgfältig und höchst gewissenhaft gearbeitet wird. Und ich finde, das hätte auch in Ihrer Rede erwähnt werden können, lieber Herr Busse. Eine solche Frage eignet sich wirklich nicht zum Wahlkampf. Und das hätte Ihnen gut zugestanden, das hier auch mal entsprechend zu erwähnen. So, und wenn man in die Geschichte reingeht, hätte auch dazu gehört, dass diese Landesregierung, auch die Vorgängerlandesregierung, auch dort mit grünem Staatssekretär, immerhin als erste eine Bestandsaufnahme zur Brückensituation gemacht haben. Ich erinnere mich ganz genau daran, dass wir im Ausschuss 2011 eine sehr umfangreiche Präsentation seitens des Ministeriums bekommen haben, welche Straßenbrücken, es waren über 300, die dort aufgeführt worden sind, in den nächsten Jahren zu sanieren sind. Und da, finde ich, steht dann schon die Frage an, was ist denn zwischen 2005 und 2010 gewesen? Warum hat denn die Vorgängerlandesregierung, warum hat Herr Wittke oder Herr Lienkämper das nicht entsprechend vorangetrieben? Lieber Herr Möbius, Sie schüren jetzt Unruhe im Kölner Norden, weil Sie Ihren Wahlkreis da verteidigen wollen und haben selber überhaupt nichts vorangebracht in diesem Bereich. Das ist wirklich schäbig. Das ist schäbig, Herr Möbius. Ja? Sie hätten statt da Flugblätter zu verteilen, hätten Sie mal letzte Woche im Ausschuss sein können und hätten sich das anhören können, was dort von Straßen-NRW zur Sondermülldeponie vorgestellt worden ist. Das war nämlich sehr, sehr vernünftig und sehr klug. Und Sie schüren im Kölner Norden Unruhe, damit Sie da wiedergewählt werden. Das gehört sich nicht. Was völlig klar ist, ist, dass in den nächsten Jahren zahlreiche Brücken zu sanieren sind und dass wir schwierige Situationen haben. Und ich glaube, jeder und jede, die dort tagtäglich im Stau steht, das sind ja Stauphänomene von 20, 25 Kilometern, ist zu Recht wütend und unzufrieden. Das ist ganz klar. Unsere Aufgabe ist, als Parlamentarier im Diskurs mit Straßen-NRW, im Dialog mit dem Ministerium darauf hinzuwirken, dass wirklich sorgfältig geprüft wird nach Umgehungsmöglichkeiten, nach Alternativen sozusagen, damit Leute Möglichkeiten haben, auch eine vernünftige tagtägliche Verkehrsplanung für sich vorzunehmen, dass dort viel Wut vorhanden ist. Das kann ich persönlich gut nachvollziehen, auch wenn ich da nicht fahren muss. Deswegen müssen wir uns der Sache annehmen, aber bitte nicht mit falschen Schuldzuweisungen und bitte auch nicht, ohne den Blick in die Vergangenheit zu scheuen, den Blick in die Vergangenheit, um es in Zukunft entsprechend besser zu machen. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr